Sehr gut. Toll, heute hier bei euch zu sein. Wir haben gerade das Konzert eröffnet mit einem Stück von Händel. Händel war ein deutscher Komponist, der aus der Barockzeit stammt. Also das ist schon ungefähr 300 Jahre her. Und Händel hat nämlich in London gelebt und er hat für den König, für den englischen König geschrieben. Und die sind immer die Themse, das ist der große Fluss bei Themse, bei London, immer mit dem Schiff hoch und runter gefahren. Und genau für diese Fahrten hat er diese Musik geschrieben. Und wenn ihr das so gehört habt, dann dachte man wirklich, man ist so auf dem Wasser. Dieses Orchester hat gerade im Stehen gespielt, nämlich in der Barockzeit hat das Orchester immer gestanden. Und wenn ihr heute noch Barockkonzerte hört, die stehen immer. Und jetzt seht ihr meine alten Schüler, die sitzen schon wieder. Die sind nämlich alle aus der Oberstufe. Und jetzt möchte ich euch eine Kollegin vorstellen. Das ist nämlich die neue Musiklehrerin. Und ich glaube, ihr kennt sie noch nicht alle. Und sie ist total wichtig. Hier ist Frau Biran. Wir haben zusammen diese Stücke erarbeitet in diesen 4-5 Tagen, die wir jetzt hatten. Und es hat uns total viel Spaß gemacht und ich hoffe, den Schülerinnen auch. Als nächstes spielen wir ein Stück aus einem Film. Das Stück heißt The River Flows in You und das ist von dem südkoreanischen Komponisten Iruma. Und er hat das, eigentlich hat er das für sich geschrieben, aber es wurde erstmalig in dem Film in der Serie Twilight benutzt. Und vielleicht erkennt ihr es ja wieder. Thank you.
zusammen. Jetzt leite ich ein russisches Werk, heißt Walzer von Schostakowitsch. Also Walzer bedeutet ein Tanzmusik. Das hört ihr auch mal ganz deutlich. Und da haben wir auch ganz ungewöhnliche Blasinstrumente dabei, das wir zusammengespielt haben, ein Saxophon. So, da hört ihr auch mal Flöten und Saxophon als Blasinstrument. Und wir haben daran richtig fleißig geübt und da hatten wir richtig viel Spaß. Also jetzt dann machen wir los.
Dank, das war der Weisheit von Schostakowitsch. Wir kommen jetzt schon zu unserem letzten Stück und dieses Stück ist jetzt auch schon der Übergang zum Chor. Und den werden wir gleich, dieses Stück werden wir gemeinsam musizieren, nämlich Orchester, Chor und wir haben uns natürlich noch rhythmische Verstärkung aus der Trommlergruppe geholt. Da sitzen die vier und werden uns ein bisschen unterstützen. Wir spielen ein Stück von Enya. Enya ist norwegische Sängerin. Korrigiert mich, wenn ich etwas Falsches sage. Und dieses Stück ist aus den 90ern. Und das Stück heißt Veronica Flow. Viel Spaß dabei.